Ja, hallo NES-Freunde, ich zocke alle NES-Games von A bis Z und heute ist dran Castlevania 3 und ich habe mir gedacht, diesen Vorspann kann ich mir nicht entgehen lassen, der muss unbedingt mit drauf. Super, super episch. Was haben wir hier? Copyright 1990, ja, ist der letzte Teil am NES, bevor es dann Richtung Super Nintendo ging. Und ich bin sehr gespannt, was mich erwartet. Ich habe ja schon Teil 1 und 2 gezockt. Teil 1 fand ich ganz gut, Teil 2 konnte ich weniger damit anfangen. Und ich bin gespannt, in welche Kerbe jetzt Teil 3 hier reinschneiden wird. Ob das eher wie der erste oder der zweite wird. Ich hoffe eher wie der erste. Mal schauen, was mich hier erwartet. Und ich freue mich natürlich, dass ihr mit dabei seid, wenn ich hier auf NES Entdeckungsreise gehe, weil ich kenne das Game tatsächlich noch nicht. Castlevania habe ich irgendwie immer ausgelassen, kannte ich nur am Gameboy. Schande über mich. Gut, reingesprungen ins Geschehen. Enter your name, okay. Ich kann hier keine 64 eingeben, also bin ich hier mal der Link. Nein, so wollte ich das nicht. So, Link. So. Gut. Ah, super Pixel-Grafik, Hammer! Wahnsinn Sound auch! Der Sound ist ja hammermäßig. So, mal kurz die Steuerung checken. So, nach links, rechts, rauf bringt nichts, runter ist ducken. A ist hüpfen, B ist patchen. Runter patchen. Patchen und springen geht auch. Hüpfen, aha. Hüpfen und lenken geht nicht. Ich muss lenken und hüpfen. Lenken und hüpfen. Hüpfen und lenken geht nicht. Warum auch immer das bei diesen Spielen oft so ist. Okay, hätte ich das jetzt tun sollen oder nicht? Bin mir auch nicht ganz sicher, ob das jetzt gut war. So, wie immer Kerzen einsammeln. Aha, mit rauf kann ich dann das Schwert schießen. Okay, gut zu wissen. Ja, die Grafik ist Hammer. Für NES-Verhältnisse schon ziemlich fein. Extrem fein, würde ich sogar sagen. Aber Grafik allein reicht natürlich nicht. Ah, auch wie die Tür jetzt aufgegangen ist. Super. So. Ist jede Menge zum Einsammeln. Ah, Geld. Sehr gut. Bin ja schon gespannt, ob es auch so viele Adventure-Elemente hat. Jetzt da fliege ich von dem gleich durch alle Stufen durch. Ja, ich bin gespannt, ob es auch so viele Adventure-Elemente hat wie Teil 2. Teil 2 fand ich irgendwie nicht so fern. Ja, ich sag das auch wenn ich dann für viel Hass abkrieg, ist mir egal. Ich tue hier nur meine persönliche Meinung kund. Oh! Da fliegt man runter die Stufen und ist tot. Das ist ein bisschen unschön gemacht. Dass man die Stufen runterfliegen kann und sterben kann, wenn man nicht auf der Stufe landet. Finde ich jetzt nicht zu fern. Nein! Warum geht er die Stufe nicht runter, sondern fliegt runter? Leute. So, darf ich das jetzt aufsammeln oder nicht? Ich glaube nicht. So,
gut, ich dachte, wenn ich jetzt die Stufe runtergehe, falle ich nicht runter. Aber da oben fliege ich runter. Aha. Ich kann Stufen nicht runtergehen, oder was? Ich kann Stufen nicht runtergehen, ohne runterzufliegen. Oder? Na. Interessant. Aber wenn ich nur ein Stück nicht ganz oben bin, dann kann ich auch wieder runtergehen. Nur wenn ich mal oben bin, dann kann ich nicht mehr runtergehen. Interessante Mechanik. Hat sicher irgendwelche programmiertechnischen Gründe, warum sie das so gemacht haben. Kann nicht absichtlich so gewollt sein. Würde mich gerne, also würde mich interessieren, warum sie das so gemacht haben. Falls das wer weiß, Leute, bitte in die Kommentare reinhauen. Es würde mich interessieren, warum das so gelöst wurde. Vielleicht komme ich noch selber drauf, wer weiß. Ja, also die Grafik von der von den Fenstern im Hintergrund ist ja schon Hammer. So, jetzt ist hier Stufe und Boden vermischt. Wenn ich jetzt hier drüber gehe, fliege ich runter oder gehe ich weiter? Ich gehe weiter. Gut. Wie gehe ich da jetzt rauf? Geh rauf, die Stufe. Geh die Stufe rauf. Okay, ich muss mich ganz knapp hinstellen und dann raufdrücken. Ja, ich kann mir ja schon vorstellen, dass das schwierig zum Coden war, aber so richtig fein finde ich diese Lösung nicht. Das muss doch irgendwie besser gehen. Aha, das hätte ich nicht einsammeln sollen. Komm her, du Skelett. Erwischt der Hund. So. Ah, das darf ich nicht einsammeln, oder? Oder? Das darf ich gleich nicht einsammeln. Ja, was nimmt mir keine Energie weg? So darf ich es doch einsammeln, oder was? Unsicher. Wie komme ich darauf? Da oben ist ein Kerzenständer. Weiß man nicht. Runter oder rechts, das ist die Frage. Okay, rechts geht nicht, also geht nur runter. Runter. Rauf. Das zerstören. Rüber. Super. Also, obwohl die Grafik so vielseitig ist, immer geschafft, dass genug Kontrast ist, um das Spielgeschehen zu erkennen. Ganz wichtige Sache, was nicht so leicht umzusetzen war, wenn es. Weil nicht so viele Farben gleichzeitig dargestellt werden konnten. War das schon ein bisschen eine Herausforderung. Ah ja, diese fliegenden Blödköpfe. Wirklich. Fliegende Blödköpfe, geht weg. So. Okay, noch ein fliegender Blödkopf. Geh weg, fliegender Blödkopf. Geh weg! Aha. Damit geh weg meinte ich nicht, mach dich unsichtbar. Ja, ja, ich weiß, das war dieses Sprite flackern. Das spawnen auch unendlich viele wieder. Ja. Bin ich ja nicht so der Fan von. Von unendlich Gegner spawnen lassen. Das treibt einen natürlich weiter zum Weitergehen an, aber ich bin ja der Freund von mal kurz chillen und trotz. Ja, aber da stimmt schon alles für den Game. Da kann auch ich nichts meckern, Leute. Wahrscheinlich sind die Endbosse wieder grottenschwer und ich werde wieder kotzen. Ja, das Spiel selbst ist super fein. Mal schauen, wie die Endbosse sind, oder mal schauen, ob ich überhaupt so weit kam. Wow. Heilige Kreuz vernichtet natürlich alles. Habe ich unendlich Zeit? Nein, ich habe nicht unendlich Zeit. So, vielleicht mal weitergehen angesagt.
Ich bin halt mit Einsammeln beschäftigt, so furchtbar. Was bist du für einer? Geh weg von... Weg, geh weg! Muss ich... Ja, dass ich in der Luft bin ich einmal... Aha! Geheimgang! Wow, 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 coole Sache. Ah, es gab ja beim ersten Teil auch solche Geheimdinger, was man wegschlagen kann. Und dann hatte man was zum Essen. Das habe ich beim Teil 2 auch schon bemerkt, dass es das gibt. Zack. Ah, geh weg! Stirb! Warum das mit diesen Stufenprogrammieren offensichtlich eine Komplikation war, das würde ich gern verstehen. Vielleicht sollte ich das mal selber coden, um da ein bisschen ein Gespür zu bekommen, warum das so problematisch ist oder zumindest früher war. Okay, das hat es jetzt nicht gebracht für das Herz, egal. Sind ihr für welche, verdammt! Wie kann ich die tot machen? Ah, wo fange ich jetzt an? Ganz am Anfang? Komm on, Leute, echt jetzt? Ich habe ein Leben. Das finde ich ein bisschen bitter. Okay, dann muss ich jetzt ein bisschen durchwaschen. Mich davon ganz von Anfang wieder spielen muss. Ein bisschen was hole ich mal schon. Kann's ja doch nicht lassen, was einzusammeln, ich weiß. Sehr gut. So, da. Ja, jetzt seht ihr, ich habe es auch mit den Stufen jetzt schon gecheckt, also kein Problem. Oh. Ah, ja, ja, jetzt geht das. Warum geht denn jetzt die Stufen runter? Ach, das geht gar nicht. So. Gut, der heilige Trank. Der heilige Trank, der ist gleich super. Nimm mal mit. Was macht Start eigentlich? Pause. Wobei immerhin Pause. Come on! Select macht was? Nix. Gut. Hätten wir es auch ausprobiert. Knochenmann, komm, ich erledige dich. Ich erlöse dich von deinem Knochenleben. Ah! War das extra Essen? Irgendwo war doch... Ah, nein, das wollte ich eigentlich nicht hier verschwenden. Da geht's nicht, da geht's runter. Aha, und hier war es auch, hier konnte man lernen, wie das funktioniert. Wir haben das tatsächlich so gameplaymäßig eingebaut, dass dieses Element vorkommt, ohne dass man es braucht, um es kennenzulernen. Game Designer hat alles richtig gemacht. Bravo. Da hat sich schon was überlegt. Tja, nicht umsonst ist die Serie so erfolgreich. Und ich kann jetzt schon sagen, von allen NES-Teilen von Castlevania gefällt mir das am besten. Ganz klar. Grafisch Wahnsinn für die Zeit und Gameplay passt zu 100%. Hätte gerne ab und zu ein bisschen eine Verschnaufpause, aber das gibt's hier nicht. Runter. Ja, mittlerweile gewöhne ich mich schon dran, dass ich ab und zu unsichtbar bin. Für NES-Games.
man genug NES-Games zockt, weiß man das ja und rechnet schon damit. Gut, da oben ist dieser komische Endboss, den werde ich jetzt mit der Axt machen. Weit genug weg. Ich habe doch eh so viel extra geworfen. Mein, wie viel muss ich da draufhauen auf das Zeug? Ich muss nicht ganz von vorne. Ja, bei solchen Spielen vergeht die Zeit wie im Flug. Ich merke schon, ich spiele schon 15 Minuten und 16 Minuten und merke es nicht. Wahnsinn. Da vergeht die Zeit echt schnell für sowas. Ich will jetzt noch rausfinden, wie ich den einen Gegner mache. Bin ich glücklich. Muss ich den vielleicht gar nicht machen? Ich glaube aber schon. Vielleicht mal eine andere Strategie vielleicht mal machen. Und nah rangehen und das Zeug niederpeitschen vielleicht. Wäre so eine Idee. Warum dreht er sich jetzt in die falsche Richtung? Hm? Muss erklären, was der Mist soll. So ein Unfug. So, der bleibt schön brav unten. Nein, bleib nicht brav unten. So, stirb. Was kriege ich denn mit diesen Herzen eigentlich? Kriege ich bei 100 Herzen vielleicht ein Leben? Ist das so? Ich hau drauf, was das Zeug geht! Ja! Yeah! Haha! Weg mit dem Klumpert! Weiter geht's. Das sind Gefühlsausbrüche. Muss auch mal sein. Freue mich, dass ich hier noch weitergekommen bin. Ja, war ja kein Endgegner, war eigentlich eh easy. Muss man halt wissen, wie es geht. Haben wir nicht so sicher, ob die Strategie aufgehen wird? Was? Weg damit mit dem untoten Zeug. So da. Hat sich damals eigentlich jemand dabei gegruselt? Was? Nicht jetzt so? Ich grusel mich ja schnell mal, aber gruselig finde ich es eigentlich jetzt nicht. Wie die da aus dem Boden auch rauskommen. Super gemacht hier. Kommen wir aus den Schwärmen hier kaum noch raus. Was ist das da am Boden? Das ist doch irgendwas. Ah! Das ist ein Gegner! Ah. Hüpf weg! Ah. Hüpf, hüpf. Nein, ich will verflüchten. Nein, ich will weglaufen. Nein. Nein, da in der Ecke ist schlecht, glaube ich. Ah, da in der Ecke ist schlecht. Hier in der linken Ecke und versuchen immer im Kreis zu laufen und ein paar Mal zu treffen, wenn es geht irgendwie. Bessere Strategie. Okay, das ist jetzt wohl ein Endgegner. Nichts mit First Try, war mir aber eh klar. Bei mir ist nie was mit First Try. Ja, sagen wir mal so, selten. Und ich noch so, was ist denn da im Boden? Ist ja komisch. Was ist denn das? Instant End Boss. Ja. Sowas gibt es halt nur, wenn man es zum ersten Mal spielt, solche Erlebnisse. Und ich freue mich hier auch ein bisschen, dass ich das auch nicht nur für euch, sondern auch ein bisschen für mich selbst hier festhalte. Das war nix. So. Ah. Und drauffahren, rüberhüpfen, drauffahren, rüberhüpfen,
draufhauen. Eieiei. Habe ich ihn geschafft? Jawohl! Aufs zweite Mal. Wie geil. War aber knapp. War aber knapp. Ah, da muss ich aber vorher auch verdammt knapp davor gewesen sein. Verdammt knapp. Okay. Ich sehe jetzt den Weg, wo ich weitergehe, oben an meiner Landkarte. Und unten kann ich gleichzeitig spielen. Okay. War mega aufregend jetzt, finde ich. Ah, ganz neues Level-Setting. Ich habe so das Spiel, das Gefühl, muss mal nachschauen. Das Spiel muss einiges an Speicher gefressen haben. Die Grafik ist schon so gar nicht eintönig. Und die Wiederholungen fallen weniger auf. Ja klar, sieht man es, aber... Ich kann auf der Stiege nicht springen. Wieso? Was soll das? So. Okay, das sind so Feuer-Dingsi-Bumsi-Blitze da. Kann ich den da... Ja, den kann ich tot machen, der braucht zwei Schläge. Bin ich da links raus aus dem Bild? Nö. Ja, Leute, ich zock das... Ich hab gerade noch Zeit und mir taugt's gerade. Also was soll's, ich zock das jetzt noch ein bisschen. Ja, ich bin zu 21 Minuten, aber ich werde es noch ein bisschen zocken, solange ich dann noch nicht tot bin. Oh nein. Ah, es gibt ein Continue. Ah, sehr gut. Es gibt ein Continue. Okay, das mit den Treppen nicht runtergehen dürfen. Ja, das ist, da kann ich mich nur schwer dran gewöhnen. Ganz blöd. Die Items drop machen wir an derselben Stelle, kommt mir vor. Ja, und die Gegner sind strohdumm eigentlich. Ich kann den hauen, der geht trotzdem in die andere Richtung. Ich drück da einfach nur rauf. Nein, ich hab doch hüpfen gedrückt! Hallo! Ich hab hüpfen gedrückt, einfach fix hab ich hüpfen gedrückt. Args! Na, ja, die Stufen. Zu aller Liebe zu dem Spiel. Alle die Stufen. Die brauchen ein Patch. 30 Jahre später. Das wär's doch. Ja, wir haben da einen Fehler entdeckt. Und um das Spielerlebnis zu verbessern, haben wir einen Patch geschrieben. Installiert den mal. So, ich muss mich da super konzentrieren. Sorry, wenn ich labere, aber ich muss mich da echt super konzentrieren. Das. Da gibt's Geld, aber Pfeil aufs Geld ist. Bringt doch eh nichts. Was bringt mir das Geld, wenn ich nicht mehr am Leben bin? So. Na gut. Jetzt werden wir dieses heilige Wasser mal darauf werfen. Na, es geht nicht. Ja. Stirb. So. Warum macht das jetzt, der Gescheitling? Ah, verdrückt. Stirb. Heiliges Wasser. Ich glaube, es ist heiliges Wasser, oder? Weihwasser wahrscheinlich. Weihwasser, so sagt man dazu. Ah. So, darauf. Ja, das Level ist ja noch sehr abwechslungsreich, muss man auch sagen. Wow, was geht da? Schaut nach Endboss aus. Oder was ist das für ein Zeug hier? Was soll das hier? Kann ich da jetzt draufhauen und es irgendwie antreiben oder was? Nein. Einfach nur Orgel-Grafik. Aha.
Nein, nicht einfach nur arge Grafik. Ich glaube, ich muss da drauf springen, oder? Nein, so viel Dynamik in dem Spiel. So dynamisch ist der Typ doch gar nicht. Tatsächlich? Man fasst es nicht. Die Sprünge sind nicht leicht. Wohohoho! Bin ich jetzt stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Ich klopfe auf die Schultern, der Schreibtisch fliegt zusammen. Ah, nicht schlecht. So. So viel Lob ist dieser Schreibtisch nicht gewohnt. Okay, was ist mit ihm da oben? Hat nicht seinen besten Tag. Okay. Das ist jetzt so ein Element, da weiß ich nicht. Kann ich da jetzt drauf springen oder nicht? Da rechts. Da bin ich mir jetzt einfach nicht sicher. Ist das Hintergrund? Es ist schon im Vordergrund irgendwie. Ich probier's aus. Okay. Aber wie komme ich da jetzt weiter? Und das ist wie im Hintergrund. Okay. Das finde ich jetzt. Aha, und hier kann ich einfach stehen, obwohl sich der Untergrund bewegt. Ist jetzt schlecht kommuniziert, ist jetzt schwierig. Weiß ich nicht. Hätten sie jetzt doch einfach stillstehen lassen. Ich check schon, dass das so ein Uhrturm sein soll. Habe ich schon gecheckt. Danke. So, da. Was machst du denn? Du sollst da rauflatschen, wie man. So, latsch rauf da, bevor die Untoten kommen. Latsch da rauf, komm. So, das ist jetzt wieder Spielelement. Das sage ich noch, man kann immer Spielelemente von Hintergrund unterscheiden und da ist es jetzt schon ein bisschen schwierig. An der Stelle, ja. Geh rauf da, was machst du? Komm her und stirb. Sehr gut. Ein Soundtrack, den könnte man sich echt mal organisieren, der ist echt super. Manche Soundtracks vom NES kann man echt so auch hören, finde ich. Und das ist definitiv einer davon. Ich springe doch eh, Leute, ich springe doch eh. Soll ich noch eins wagen? Was bin ich denn da bei 28 Minuten? Es kostet nichts. Ich versuch's noch einmal. Was soll's? Wer keinen Bock drauf hat, soll abschalten. Ich hab nämlich Bock drauf, verdammt. Na, dann muss ich mir unbedingt ein Safe Game machen. Das möchte ich unbedingt noch weiter zocken mal. Ja, wenn den ganzen Schrott nehmen, den ich schon am Ende spielen musste, kann man so eine Perle auch durchaus mal genießen, oder? Sei mir vergönnt. Nach gefüllt 100 verschiedenen Baseballteilen. Ach, das geht nicht. Also diese Stelle ist echt kacke. Ja, nach 100 Baseballteilen sei es mir vergönnt, mal ein gutes Spiel zu spielen, oder? Und fischen. Ja, wie viele Fischspiele ich schon gespielt? Ich habe schon 3 Fishing-Spiele gespielt und habe keinen einzigen Fisch gefangen. Sicher super aus dem Laden zum Zuschauen. Ja, falls ihr noch dran seid, dann haut mir mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel so fandet. Ich hatte das ja leider. Ich hüpfe wirklich! Ich drück den Knopf da! Ich drück ihn! Aber er tut einfach nichts, verdammt. Die Stelle backt irgendwie. Ja, was wollte ich sagen, bevor ich kurz ausgezuckt bin? Schreibt mir mal, wie es ihr so fandet damals das Game, weil ich hatte es am NES leider nicht. Ich hatte ganz wenig NES-Spiele, nur zu meiner Zeit. Okay, es ist irgendwie, will es nicht. Ich hüpfe und drück hüpfen und
Vielleicht sollte ich, ich versuche es noch einmal mit draufdrücken. Mit permanent draufdrücken. Es muss ja gehen. Ich habe es ja vorhin auch geschafft. So, ist jetzt letzter Versuch. So, also haut mir in die Kommentare, wie war das Game damals so? Habt ihr es gehabt? Habt ihr es abgefeiert? Das andere ist ja kaum möglich, oder? Kann man dieses Spiel nicht abfeiern? Ja, es geht schon, man muss nur vorsichtig sein mit diesen Stufen. Ich war einfach zu unvorsichtig, ich habe zu viel gelabert. Ja, nicht zu viel gelabert, aber labern und zocken gleichzeitig, da leidet schon manchmal das Spiel darunter. Auch nach 100 Folgen NES zocken, versprechen und labern gleichzeitig, es muss geübt werden. So, stirb. So. Ja, selbst die Passagen, die man schon mal gespielt hat, machen irgendwie Fun. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich habe gesehen, es gibt ja jede Menge Passwörter noch dafür. Für das Spiel. Keine Ahnung, was die noch bringen, genau. Ob das nur Levelfortschritt ist oder auch was anderes. Perfekt. Also ich habe irgendwie das Gefühl, es sollte bald noch ein Endboss kommen. Ja, das... Da hackt es ein bisschen. Ja, an der Stelle, wo ich mich über den Hintergrund aufgeregt habe. Ja, das... Hier ist einfach zu viel Bewegung ein bisschen im Hintergrund. Also, ist zwar schön gemacht und... Ich fasse eigentlich gar nicht, dass das der NES überhaupt darstellen kann. Weil der hatte ja so seine Probleme mit zu viel bewegenden Sprites gleichzeitig darstellen. Deswegen wundert mich das... Wo bin ich? Wo bin ich? Ich wundere, dass das der Ende schafft eigentlich. Also es muss schon ziemlich am Limit sein. Hier das Game. Da bin ich mir relativ sicher. Geh! Yeah. Diese blöden Fliegeköpfe. Mag die eigentlich irgendwer? So da. Was geht jetzt ab? Boah, das scheint ein schwieriger Sprung zu sein. Mal schauen. Spät hüpfen. Ja, dann geht's. Spät hüpfen. Hätte ich mir eigentlich gleich denken können. Aber wie gesagt, ich zock das ja zum ersten Mal. Oh, nein, 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 nein. Man darf nicht auf die Stufen hüpfen. Das sind so Mechaniken, die muss man, die kann man sich nur ganz schön merken irgendwie. Man kann nicht auf die... Ja, und da killt mich der Instant, ist hier klar. Ah, und da killt mich der wieder. Ah, geh weg, einfach nur schnell weg hier. Und drauf da. Also man kann den Mist eigentlich kaum ausweichen. Geh rauf, warum gehst du denn nicht drauf, Junge? Jetzt bist du wieder unsichtbar. Okay, come on! Diese herumfliegenden Blödmänner hätten sie sich echt sparen können. So, da. Wie habe ich gesagt, noch einen Versuch habe ich noch gesagt? Vor wie viel Versuchen? Was bleibt uns da eigentlich? Wie kann ich das handeln, ohne zu sterben? Es geht doch gar nicht! Schnell durch doch diese Passage. Das ist das Einzige, was hier, glaube ich, hilft. Hüpf doch, du Affe, hüpf!
Jetzt geh rauf da. Schneller, 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 schneller. Ah! Der Blödsinn verfolgt einen mit rauf. Okay. Hergeflogen, rauf. Ist echt ganz schwer, nur. Ah! Weg hier! Ekelhafte Passage, wirklich. So, jetzt stirbt da drüben. Ich hab kein extra, leider. Okay, das Geld lasse ich mir nicht entgehen. Wer weiß. Vielleicht kaufe ich mir noch ein eigenes Schloss. Oder noch ein Schloss. Ui, das schaut nach Endgegner aus. Eieieiei. Das schaut nach Endgegner aus, Leute. Und ich habe nicht viel Energie. Ja, es ist Endgegner. Mache ich den am besten? Wow, kann besser schießen. Ah, okay, first try, unmöglich. Unmöglich. Oh Mann, ich sag mal, das war's. Den Spielstand behalte ich mir, da zocke ich nochmal weiter. Aber für uns hier war's das. Ein Wahnsinns-Game, Castlevania Teil 3, Leute. Zockt das unbedingt, ist auf jeden Fall der beste Teil der Serie. Also am NES zumindest. Wahnsinnsspiel. Ich bin begeistert. Ich hoffe, ihr seid auch so begeistert. Super cool. Ja, am liebsten würde ich es ausprobieren. Castlevania, zockt das. Das ist wirklich der Hammer. Gut. Hier der Abspann. Ja, genau. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn ihr so viel Spaß hattet wie ich. Und wenn ihr noch mehr NES-Game sehen wollt, dann lasst mir mal ein Abo da. Unten abonnieren, gibt jeden Tag neues NES-Footer und da drüben könnt ihr euch anschauen, was ich nicht schon alles gezockt habe, und das ist eine verdammte Menge. Über 100 Games habe ich schon gezockt. Ja, Leute, das war's. Ciao, ciao.